Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind hier im System, im A-Stern-System, und ihr seht es schon oben rechts. Hier ist Planet, ich hatte den schon gescannt. Der Grund, wieso ich jetzt hier wieder zurückkomme, ist, weil ich habe noch ein paar andere Planeten gescannt. Mir ist es auch erst später aufgefallen, der Planet hat Biosignale. Das ist ja der Hammer. Jetzt erstmal, bevor man hinfliegt, zur Einordnung, was das hier für ein System ist. Das ist dieser schöne Planet hier. Ich habe gerade mal Kugel 1,8G. Okay, müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Hier, der da hat nur in Anführungszeichen 2,8. Hier noch 1,6, aber hat nur Geosignale. Insgesamt von der Karte aus gesehen sind wir eigentlich schon dort, wo man hin wollte. Ich wollte mir hier unten in dem, also wir sind hier durch meine Bookmark gesetzt, das bin ich schon hingeflogen. Und ich wollte mir einfach ein paar A-Sterne und B-Sterne da unten angucken. Und ja, deshalb ist mal sehr schlass hier. Upsa. Und ja, die Biosignale, die gucken wir uns natürlich an. Das heißt, wir gucken uns genau genommen die Anemone an. Wir müssen hier beim A-Stern, was wird das hier sonst Sinn? Kann ich mir nichts anderes vorstellen. So, ein bisschen näher komme. Und dann hoffentlich finden wir da irgendwas auf der Tagseite oder keine Ahnung. Leider Gottes finden wir hier gar nichts. Das ist Bio, das ist komplett Nacht. Da müssen wir mal kurz ein bisschen Geo. Ich glaube, die ganze Bio sind komplett auf der Nachtseite. Bio, ja. Na komm, egal, dann ist es eigentlich Wurst, wo man hinfliehe. Dann können wir auch direkt das erste Signal hier nehmen. Ist alles verkratert hier. Uiuiui. Da Landeplatz finde. Jo, also wie gesagt, ich gehe schwer davon aus, dass es Anemone sind. Aber das ist völlig egal, weil wir haben hier in diesem Sektor noch überhaupt keinen. Na guck mal, es könnte mal so ein bisschen Licht könnte man noch an. Ich habe es gerade damit gerechnet. Ich hatte vorher schon geguckt auf dem Dings, aber eigentlich nur gesehen, oh, der hat Geosignale. Bisschen nah am Stern dran, scannt die mal. Ich habe schon ein paar andere diverse Planeten noch gescannt in der Dossession. Dann ja, bin ich weitergeflogen. Und wie ich dann beim zweiten Planet fertig war und guckt, was der hat, ist mir aufgefallen, oh, der erste hat Biosignale. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Nein, hier haben wir Pech. Auch schon mal Licht an. Leider im Dunkeln. Ja, 1,8G, ein bisschen aufpassen mit dem Lande. Ach ja, die erste Biosignale. Toll, toll. Ja, ansonsten, ich habe ein bisschen auf die Karte nochmal umgeguckt. Ich bin auch schon mal ganz nur ohne auf der Karte, ob man da was findet. Es war nicht sonderlich tief runtergegangen und das Interessanteste, was ich gesehen habe, war ein Neutronenstern. Also ich ewig auf der Karte rumgescrollt, kein einziger Riesenstern gesehen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend irgendwie. Keine Ahnung, sind wir komplett in der falschen Region in dem Sektor. Wahrscheinlich müsste man so Richtung Zentrum irgendwie. Aber das ist jetzt nicht ingeplant. Na, egal. Deshalb gucken wir, dass wir jetzt eher schon ein paar Geo- und Bio-Signale hinkriegen. So, Moment. 1,8G. Ja, das ist in Ordnung. Ja, hopp, mach. Komisch, passiert immer nur bei den Bio-Signale. Bei den Geo-Signale alles in Ordnung. So, Moment. Wir müssten doch eigentlich... Ich pendle mal aus.
Na, ja, alles gut. Alles gut. Ich war gerade verwundert, ich hätte Schub schon zurückgenommen und. Ja. So unruhig. So. Okay. Dann können wir eigentlich nach unten ein bisschen. Ja, wir müssen es nicht übertreiben. Wir können ruhig ein bisschen vorsichtig machen. Aber wahrscheinlich sind es doch kommen, dass ich eh wieder aufdutze. Fang dich mal bitte. Dann können wir eventuell noch. Oh, das ist noch ein Kilometer. Müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne. Nicht lande hier, das ist ja furchtbar. Und jetzt erstmal das Fahrwerk ausfahre, damit wir eventuell ein bisschen was vom Boden sehen. Oh Gott, guck gleich das mal an, das ist ja furchtbar. Meine Fresse, ey. Was haben wir uns so rausgesucht? Das ist ja gruselig. Lass uns mal umgucken. Sind wir hier schon irgendwas? Es sind keine Anemone! What the freak? Was ist denn das? Alter! What the hell? Was ist denn das? Alter, das ist ja geil. Da hätte ich das gar nicht mit gerechnet. Fuck, ich muss hier landen. Alter, wie? Wo? Holy shit. Was haben wir dort gefunden? Eine mir unbekannte Bioform. Das ist ja der Hammer. Such mal irgendwo Plätze hier. Vorzugsweise, ohne dass ich das Raumschiff schrotte dabei. Da. Nein, das war doch eh nix. Upsa. Ungeeignetes Terrain. Ausrichtung, okay. Willst du mich verarschen? Ach komm. Nee, das wird hier nichts. Shit, Alter, ey. Ich will hier lande. Oh, ja. Hä? Jetzt wieder nicht? So. Hopp, mache Touchdown. Mache Touchdown. Wie der El Bandi. Hopp. Der El Bandi. 9 Stück in einem Spiel, oder? War es 9? 8? Oh, gelandet. Ja. Oh, geil. Was ist das?
cool. Ja, 1,8. So, hier benötigen wir Licht. Es ist nur schade, dass wir nichts aufsammeln können, aber das ist so Stein. Ja, okay, gut, direkt hinter dem Hügel hier. Okay. Okay, muss ja die Samenhülse, das ist klar, aber was bist du? Amphorenpflanze. Okay. Eine Amphor. Oh, cool. Guck ich das mal an hier. Nein, ich finde die Tasche nicht. Pflanze. Lass mal die andere an. Und hier eine kleine. Okay. Ist das da oben? Nee, da oben ist nichts. Die Feenwucherung. Wir gucken mal ganz kurz, was es hier gibt. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts, was man brauche. Tellur, Zinn, Jo, Vanadium, nö. Können wir vielleicht eventuell irgendwas neu laden, aber bringt's jetzt auch nicht. Moment, warum? Ich bin mal gerade verwirrt. War das da oben jetzt was? Ist das was? Ja, okay. Ach cool, guck mal. Das muss man mal gucken, wie hängt denn das Material da? Das wächst irgendwo raus aus der Öffnung. Die Qualme auch. Die Qualme auch. Das ist ja der Hammer, das müssen wir mal so angucken. Hier ein bisschen. Nee, guck mal hier, der. Ah, man sieht es nicht so ganz. Man sieht es halt, wenn man nah dran ist, kommt es gar nicht so richtig zur Geltung. Man sieht es eher nur, wenn man ein bisschen weg ist. Die quasi leuchtet, diese Wucherung hier, ist mir auch noch nie aufgefallen. Oh, nein, Mist, da war ich doch fast. Oh, her. Ich müsste mal nur die Kamerasteuerung aufs Gamepad machen. Sieht man jetzt wirklich, dass die Qualme aus dem Rohr hier raus. Kann man hier reingucken, was ist denn dort drin? Ne, kann man nicht. Geil. Ey, das ist hier nur mega cool. Die ist klein, da wächst irgendwas dran. So Material kennen wir ja, aber cool, ey. Also da hätte ich jetzt so überhaupt nicht damit gerechnet, so gar nicht. Upsa. Na, komm.
Und irgendwie so Adere, wo hier da rumgehen. Ja. Schon leicht gruselig. Oh, guck mal, wie der dampft. Nein. Wow, 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 wow. Das wäre cool, wenn diese Adere hier, wenn die so richtig prägnant leuchten würde. Guck mal hier, auf dem Boden ist auch immer so ein bisschen was. Wahrscheinlich die Wurzel. Falls sie sowas haben. Geil, das ist mal langer Schatten. Hm? Cool. Nee, sehr geil. Sehr geil, muss ich sagen. Oh, Treibstoffreserve bei 50%. Da könnte man doch. Schwefel und Phosphor. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir noch was. Vanadium. Brauche irgendwo keine Samenhülse, irgendwie die Quadi-Dingenskirchens brauchen wir. Sinn. Ich glaube die da, die Quadi. Wie? Quadizepin-Wucherung, das sind glaube ich die niedrige. Amphorenpflanzenslalom. Eisen, okay. Ach, was hier polyporöse Buchrosen. Das ist ja der Hammer. Nickel. Eisen. Phloem-Extrakt, das ist das höchste, glaube ich. Ja, ja, guck mal, wie viel hier von denen sind. Das ist so geil. Nickel. Nee. Komisch. Das ist einfach schon Material, finden wir hier nicht. Na komm. Eisen. Guck mal hier. Egal, das ist was anderes. Schießen wir einfach mal ab. Chrom. Nö. Mit dem satte Krache abbricht. Phloem-Extrakt. Tellur. Okay. Nee. Komm, die holen wir noch. Eisen. Nee. Naja, egal. Komm. Egal. Egal. Das können wir später nochmal holen, aber das finde ich jetzt echt super geil, dass wir mal was komplett Neues gefunden haben. Ich hätte echt gedacht, das wäre die typische Anemone, aber nö. Geil. Das ist ja echt sehr cool. Moment, ich glaube, ich bin komplett falsch gefahren. Codex was gucke.
Sporen pflanzen. Und sogar noch unentdeckt, das finde ich gut. So, gibt es nur einen Typ davon, okay. Wie gesagt, da die Molluske, Kristalle, das ist eher so Zufall, wenn du auf sowas stoßt. Anemonen, die, ja klar, da wissen wir ja, wo man die prinzipiell findet. Windenknollen, Hirnbäume wären auch mal schön. Das ist cool. Steht da irgendwas? Vulkanismus. Fels, Eis. Okay. Echt? Brackenhügel, okay, gut, die kriege ich wahrscheinlich in die richtige Region um die Ohren geschlagen oder so. Silikat Magma, okay. Na, anyway. Wunderbar. Ich würde sagen, besser wird's nicht. Wir machen dann hier relativ kurz die Folge. Und beim nächsten Mal gucken wir uns noch ein paar weitere A-Sterne an hier in der Region. Weil, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, bevor man in einen anderen Sektor hier wolle, Hawkins Gap, da würde ich gerne einen Stream machen. Dann müssen wir uns bis zum Stream noch ein bisschen hier in der Kante oder fliegen wir vielleicht da lang oder vielleicht hier lang, mal gucken, dass wir uns noch ein bisschen umgucken hier. Ein Biosignal haben wir, da finden wir bestimmt noch ein paar mehr Biosignale. Jo, ich finde es auf jeden Fall total geil, dass man nochmal was Außergewöhnliches gefunden hat, was man bis jetzt noch nie hatte. Und mit dem schönen Sonnenuntergang wünsche ich euch dann einen guten Start in die Woche. Oder ich hoffe, ihr habt so schon gut angefangen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.